Hallo und schönen guten Morgen. Ich möchte euch heute mal wieder ein neues Messerchen in die Kamera halten. Aber bevor ich dazu komme, ein paar Worte zur Waffenrechtsverschärfung. Ich bekomme immer wieder Kommentare unter meine Videos, dass es im Moment Wichtigeres gibt als Messervorstellungen, da eine Waffenrechtsverschärfung ansteht. Leute, es gibt so viele Videos, die dieses Thema behandeln. Schaut mal beim Tactical Dead rein, der ist da mit dieser Materie sehr vertraut. Ich habe natürlich GDB unterstützt und habe da den Briefgenerator genutzt und habe einige Briefe versendet für einen kleinen Unkostenbeitrag. Das war für mich die einfachste Art und Weise, da den GDB zu unterstützen. So, jetzt, ich hoffe, ich habe meiner Pflicht als Messerliebhaber Genüge getan und ich harre jetzt der Dinge, die da noch kommen werden. Und ich hoffe, die ganze Mühe, die sich viele Leute geben, dass die nicht ganz umsonst ist. Jo, jetzt aber mal zu meinem neuen Messerchen. Es ist ein Böker und es nennt sich Böker Celos. Das Messer kommt in dieser bekannten Verpackung von Böker mit diesem Magnetverschluss. Gefällt mir immer wieder gut. Und dabei ist wie immer hier ein kleiner Schlüssel, um die Achsschraube und die anderen Schrauben, Clipschrauben und so weiter zu verstellen. Jo, und jetzt mal zu dem kleinen Messer, und es ist ein kleines Messer. Ich habe es mir genommen, weil ich überrascht war, wie das Messer aussieht. Es hat doch in meinen Augen große Ähnlichkeit mit dem Luna. Vielleicht liegt es nur an der Grifffarbe. Es ist beides Jade G10. Dieses ist noch nachleuchtend. Und ich fand es interessant. Es ist klein und es ist in meinen Augen ein richtig schönes kleines Gentleman Knife. So, jetzt mal zu dem Messer an sich. Wie gesagt, es hat Jade G10 Griffschalen, gefallen mir sowieso immer sehr gut. Wir haben einen Deep Carry Clip und bei dem sind auch die Schrauben versenkt, was ich für top erachte, und der Clip ist versenkt. Wir haben ein sehr aufgeräumtes Design und wir haben hier einen Long Pull zum Öffnen des Messers und einen 90 Grad Stopp. Die Klinge besteht bei diesem Messer aus 440C und sie ist sehr sauber angeschliffen. Mal zu den Maßen: geöffnet hat das Messer eine Länge von 15 cm, die Klinge ist 6,7 cm und die Klingenstärke ist 2,7 mm. Mal kurz kontrollieren. Wir haben hier 6,5, das ist aber nicht weiter schlimm. Und die Gesamtlänge ist bei meinem Messer 15 cm. Es wiegt nur schlappe 33 Gramm, ist sehr sauber verarbeitet. Wir haben kein Klingenspiel links, rechts oder auf, ab, was von einer sehr genauen Fertigung spricht. Wir haben auf der einen Seite hier das Böker Plus Logo und auf der anderen Seite kaum zu sehen, oben in der Ecke 440C. Ich finde es ein gelungenes kleines Messer für die kleinen Schneidarbeiten und bei dieser Verarbeitung kann man da gar nicht meckern. Wir haben selbsttragende G10 Griffschalen, die sehr stabil sind, also da gibt es nichts, wo man hier drücken könnte. Der Clip hat eine
anständige Spannung und ich finde das Messer für äußerst gelungen. Es ist die kleinere Version in meinen Augen vom Luna. Finde ich klasse. Jetzt noch eine größere Version und dann wäre das perfekt. Jo Leute, das wäre es an sich schon gewesen. Das Zelos von Böker Plus in Jade G10. Ein schönes kleines Gentleman Knife, wie ich meine. Und für den aufgerufenen Preis nicht zu teuer. Ich habe es jetzt nicht sofort direkt bei Böker gekauft, sondern bei meinem Messerhändler, als ich meine Zeitung abgeholt habe. Und ich bin begeistert. Wir haben hier einen geschlossenen Rücken, die Rückenfeder sehr sauber verschliffen. Und wir haben hier hinten noch eine Lanyard-Öse, was ich nicht unbedingt bräuchte. Aber viele machen sich ja da einen Bamsel dran. Die Handlage ist, ich habe eine 9,5 Hand. Das geht gerade noch so. Ansonsten würde der Finger hier hinten liegen. Das wäre auch noch in Ordnung. Jo Leute, das wäre es eigentlich schon gewesen. Das Böker Zelos in 440C und Jade G10. Ich danke euch fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal, deine. Tschüss.